Bitte begrüßen Sie Paul Panzer. Hallo Freunde. Aha. Nikolaus, du, nur Stress. Früher musste ich immer mit den Kindern in das Kino, ne? Ah, hier, Onkel Paul, Kinofilm. Brauchst du heute nicht mehr. Viele haben mittlerweile Heimkino. Kennst du Heimkino, ne? Du hast dieses Entertainment-System aus Afrika, Videobimser und Labuva. Du hast diese Leinwand, ja? Und dann geht es los. Dolby Surround. Das heißt, der Krach kommt aus jeder Ecke. Du weißt aber nicht woher, aber er ist da. Er kann auch vom Nachbarn sein, aber er ist da. High Fidelity. Du bist mittendrin. Ja. Jetzt gehe ich nicht mehr mit dem Neffen ins Kino. Jetzt kommen sie, oh, Onkel Paul, zeig uns eine DVD. Hier, Bob der Baumeister oder was. Sag ich, habe ich nicht da. Ich habe einen anderen Handwerkerfilm. Hier, Thor 3. Ne? Das ist auch irgendwas mit einer Säge. Ne? Es ist irre, wie das alles dieses Entertainment verändert hat. Hä? Titanic, kennt ihr alle, der Film mit dem Wasser. Am Ende, wenn das Boot untergeht. Dann habe ich noch nasse Füße gekriegt. Da denke ich, was für eine Technik. Bis wir gemerkt haben, Hilda hat das Badewasser laufen lassen. Aber es ist schon, hast du auch geweint am Ende? Ja, als das Ding unterging. War schon traurig, ne? Als dieses Mädchen auf dieser alten Schiffstüre im eiskalten Wasser trieb. Und dieser Leonardo de Capricciosa hing unten. Am Türrahmen, ne? War schon hellblau, die Farbe des Meeres. Und dann hat er losgelassen. Und ist ertrunken. Ja, selber schuld. Du glaubst ja wohl, dass ich auf der alten Tür gesessen hätte. Ja? Hätte ich gesagt, Hilde, hol du Hilfe? Ich passe auf, dass keiner reinkommt, ne? Ja, da musst du mit rechnen heutzutage. Die irre, die Filme. Sogar die alten Filme. Dracula. Hier, der Trüb aus Transvestitien. Der eine, der sich im Osten eine Billigzahnbehandlung hat verpassen lassen. Und dann ist er nachts mit seinen neuen Eckzahnviniers durch die Stadt. Und hat die Leute gebissen. Und ausgesaugt, wie so ein Actimel. Die Leute ausgesaugt, bis auf die Knochen. Wie Finanzamt. Ja. Das Einzige, wie du den Drax so lesen, wirklich ans Leder kannst, ist, indem du dir so eine angespitzte Zaunlatte aus dem Praktiker direkt mitten durch das Herz. Das wollen die nicht. Muss nicht Praktiker sein, kann auch hier, ob sie oder yippie, gibt immer was zu tun. Seitdem ich das weiß, habe ich zu Hause immer diesen Pflock und Vorschlaghammer neben der Tür hängen, wenn immer wieder klingelt. Ne? Ding Dong, GEZ, guten Tag. Können wir reinkommen? Gerne, ja, aber schön auf der Folie bleiben. Ne? Ja, mach es zu deinem Projekt. Ja. Entertainment mit früher nicht mehr zu vergleichen. Was habt ihr früher so geguckt? Hä? Bonanza. Meine Oma hat 3 Fernseher weggeschmissen, weil sie dachte, die Bildröhre brennt wegen diesem Mist. Ja, Flipper. Flipper war meine Lieblingssendung. Da stand immer dieser kleine Junge von Flipper. Wie hieß er? Wer weiß es? Sandy, nicht Angus. Wer sagt denn hier Angus? War Flipper ab 18. Ding Dong, Sandy, bist du's? Nee, das ist Angus, komm mal auf. Ja, Flipper schon in der Wanne? Ja! Das war toll. Da stand dieser kleine Junge auf dem Steg, guckte ganz betroffen ins Wasser zu Flipper. Flipper trieb im Wasser mit seiner Quecksilbervergiftung und guckte Sandy an. Dann hat Sandy sowas gesagt: Pass auf, Flipper! Draußen ist ein Schiffkutter auf eine Sandbank gelaufen, dem Kapitän geht's nicht so gut. Kannst du ihm helfen? Dann war Flipper 20 Minuten weg, ohne Werbung. Hat irgendwann den Schiffkutter wieder in den Hafen gezogen, parallel dem Kapitän noch eine Herzmassage verpasst. Kannst du heute nicht mehr machen. Wir haben gar nicht mehr so nette Jugendliche. Ja, stell dir mal vor, unsere Jugendlichen von heute, in der gleichen Situation. Ey, pass auf, du Fische. Ja? Draußen Kapitän, voll krass besoffen, Alter, ich schwöre, geh denen helfen. Du Opfer. Fisch dich, Dankeschön.